zurück. Zum Hälse weg. Anderson, wir haben sie gefunden. Sie sind hier drinnen. Ganz ruhig. Sie sind jetzt in Sicherheit. Wo ist der Commander? Wo ist Shepard? Schon gesagt, ich weiß nicht, ob er mich gehört hat. Von dem ganzen Lärm. Oh, nimm dir das Mikro. Brauchst du denn alle zu sagen? Weil ich, wenn ich das sage. Ja, passiert ist noch was? Wir haben Ihre Nachricht erhalten, Botschafter. Was ist los? Kein Grund, sich aufzuregen, Captain. Ich würde dieses Treffen gern mit allen Zähnen im Mund beenden. Ja, ja. Sie sollten mir für das, was ich getan habe, danken. Wäre die Normandy noch immer am Boden, dann wären wir jetzt alle tot. Ich verstehe, Captain. Sie haben nur getan, was Sie tun mussten. Es gibt einen anderen Grund, warum Sie hier sind. Wir müssen dem Rat berichten, was geschehen ist. Commander Shepard hat das Richtige getan. Wir mussten unsere Flotte zurückhalten, um der Sovereign folgen zu können. Es war der einzige Weg. Das stimmt. Aber dies eröffnet uns außerdem eine Möglichkeit. Die Flotte der Zitadelle wurde bei dem Angriff dezimiert. Dieser Verlust hat die Allianz stärker gemacht. Sie können den Wiederaufbau nicht ohne uns schaffen. Wir müssen bei der Bildung eines neuen Rats die Führung übernehmen. Und er sollte einen menschlichen Vorsitzenden haben. Dies war kein Plan, damit die Allianz die Macht an sich reißen kann. Wenn wir die anderen Rassen zwingen, uns als Anführer anzusehen, wird das zu Problemen führen. Die anderen Spezies haben Angst. Sie haben so etwas noch nie zuvor erlebt. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie wollen, dass wir vortreten. Sie glauben an uns. Und das verdanken wir Ihnen, Shepard. Sie haben die Galaxis vor der Sovereign gerettet. Sie sind ein Symbol für alles, was an der Menschheit gut ist. Für unseren Mut, unsere Stärke. Der Botschafter hat recht. Die anderen Rassen sehen jetzt zu uns auf. Sie werden uns nicht nur als Anführer akzeptieren, sie werden es sogar begrüßen. Angesichts all der Dinge, die Sie getan haben, wird die Allianz wissen wollen, wer Ihrer Ansicht nach Ratsvorsitzender werden soll, Commander. Wir sind dabei, in den Krieg zu ziehen. Wir brauchen jemanden mit militärischer Erfahrung. Jemanden wie Captain Anderson. Ja, nicht du, Dina. Sie haben überzeugende Argumente. Sind Sie bereit dafür, Captain? Ich weiß nicht, ob überhaupt einer von uns bereit dafür ist. Aber ich werde mein Möglichstes tun. Und wie geht es jetzt weiter? Die Reaper sind immer noch da draußen. Sie kommen. Und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Shepard hat recht. Uns steht ein Krieg gegen die Reaper bevor. Wenn wir verlieren, ist das das Ende allen Lebens, wie wir es kennen. Wir müssen dem Rest der Galaxis zeigen, wie man überleben kann. Mit der Unterstützung der anderen Rassen können wir diesen Kampf gewinnen. Mit ihnen im Rücken können wir die Rückkehr der Reaper aufhalten und sie zurück in den Orkusnebel treiben. Ja, Leute, ich glaube, das war's. Mass Effect. Aua. Das Mikro. Mikro. Kein Scheiß machen jetzt. Weil ist ja der Vollwahr. Der Vollwahr Shepard.
Ja, leck mich am Arsch. Über 100 Teile, ne? Über 100 Parts. Ich glaube hier, der Abspann. Ja. Ich tippe jetzt mal der Abspann. Ja, soll ich dem einen durchlaufen lassen? Ich weiß nicht, aber wenn der hier so weitergeht in der Geschwindigkeit, wie gerade geht, dann sind wir ein bisschen länger beschäftigt. Aber ich lasse es durchlaufen. Ist ja nichts Neues. Kennt der ja. Gut, Leute, Mass Effect 1. Ihr wisst, es gibt drei. Ach, jetzt geht's anders. Gut. Gibt's drei Teile davon. Der vierte ist, glaube ich, in Planung, weil das Ende vom dritten wohl scheiße war. Ich weiß es nicht. Ich muss gucken. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich bin von Batman im zweiten Teil, Arkham City. Arkham Asylum habe ich ja gespielt, zum Beispiel ausspielen. Weiß nicht wann, genauso habe ich auch mit Mass Effect vor, das weiterzuspielen. Das ist schon Aufwand, ne? Also 100 Parts ist schon. Ne? Ich nehme mal jeweils eine Viertelstunde. Kennst du wie bei Battlefield Genus, wo du mal kürzer hast? Ich hoffe überhaupt, man hört mich gut. Ich muss leider etwas lauter sprechen, auch wenn meine Frau mich jetzt schon ganz böse anguckt. Nee, macht sie gerne. Och, du scheiß Mikro. Aber zum ersten Part, das hat mir schon gut gefallen. Ein paar Längen drin. Aber ich habe schon versucht, so viele Missionen wie möglich zu machen. Was ich auf jeden Fall machen werde, selbst wenn ich mal einen neuen Rechner bekommen werde, also jede Speicherdatei hier von Mass Effect, die drei, die müsste irgendwo auf der Festplatte liegen, die ziehe ich mir auf meine. Ziehe ich mir rüber. Weil ich irgendwo mal gelesen habe, ob das jetzt eine Gangster war oder was weiß ich wo, dass diese Speicherdateien benutzt werden, weil es waren ja doch schon einige Entscheidungen jetzt, plus mit dem Rad. Oh, leck. Ich weiß nicht, was am los ist. Mit dem Rad, dass jetzt der Anderson der Führer ist, hätte ich den Rad gerettet, wäre das wohl nicht der Fall gewesen. Jetzt ist es ein Mensch. Das wird dann nur im zweiten Teil so sein, wenn nicht, weiß ich nicht. Deswegen ziehe ich die rüber. Ihr weißt, wie lange mein Computer mitmacht. Ja, momentan sind sie auf der Festplatte am Computer gespeichert. So, ja. Es ist ein bisschen vorbei jetzt. Oh Mann, ey. Was ist denn davor beendet? Ich weiß es nicht mehr. Im Mass Effect ist es auch rum. Ach, Medal of Honor. Richtig. Medal of Honor ist rum. Mass Effect ist rum. Als nächstes, da, weiß ich nicht, der Tomb Raider, der neue. Ich muss ja noch dieses Deadlight auch noch zu Ende machen. Ich muss sehen. So, zu Mass Effect. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt vorbei. Ja, mein Mikro auch. Ich hoffe, man hört mich noch. Ah, hier kommt die Sprecher. Das ist jetzt auch so eine Entscheidung, Caden oder Ashley, ne? Auch so was, was dann im zweiten Teil kommt. Bei mir Caden hätte ich wohl nicht, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich glaube, die Musik ist laut, dass man mich gar nicht hört.
Ich hab mich jetzt erinnert, ich hab meinen Arm bewegt. Ich muss ein neues Headset kaufen, ich hab keinen Bock. Das ist mir zu teuer. Ja, was noch? Infestation. Boah, Set geht auch weiter ab und zu, wenn da mal so hier und da mal ein Part hochkommt. Nichts Regelmäßiges. Werde ich auch. Ja, wie gesagt, Flugleiter vielleicht. Deadlight. Mal sehen. Das ist immer ein langes Lied. Schon da? Scheiße. Lass dich nicht bewegen. Bringt doch mal was, Leute. Ich muss ja sagen, zu den Flugzahlen, da habe ich mir schon mal drüber geäußert. Die waren jetzt nicht so berauschend, ne? Keine 10 Flugzeugschuss. Aber einige anscheinend haben es doch nochmal angekippt. Manchmal auch Daumen hoch gegeben. Weißt du, wenn ich geht abschaffen, dann sagt man, wird's nicht gucken. Dessen weiß ich nicht. Er hat, glaube ich, einen Schuss ab und zu mal geguckt. Schöne Grüße an die zwei, dann ein bisschen geguckt haben. Ja, ich glaube, ich bin denen zu verstehen, weil die Musik viel zu laut ist. Da habe ich die schon leise gestellt. Naja, Leute, wenn, guckt euch den Part nochmal an, hört mal genau hin, was ich zu sagen habe. Voll wichtig, was du gesagt hast. So. Ah, jetzt bist du leiser. Jetzt höre ich mich auch selber besser. Aber ich erzähle dir nicht nochmal alles von vorne. Müsst ihr euch halt nochmal anhören, genau hinhören. Ja, so fies bin ich jetzt. Alter, also, der Abstand, der könnte noch dauern. Jetzt kommt keine Musik jetzt mehr. Jetzt muss ich reden oder was? Was soll ich Musik machen? Ich lasse es sein. Oh. Wie jetzt? Jetzt sag nicht, der Abspann ist schon aus. Ist ja krass. Für das lange Spiel so ein kurzer Abspann? Im Vergleich? Das war keine Viertelstunde. Krass. Leute. Ja. Wie gesagt, wenn ich schlecht zu verstehen war, tut's mir leid. Das lag dann... kommt denn jetzt? Kommt noch was? Kommt noch was? Oder kommt Menü? Ah, komm, die lassen wir nochmal durchlaufen hier. Ja, Menü. Gut, Leute, das war's mit Mass Effect 1. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Gerade den paar, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Also über 100 Parts ist ja nicht gerade selbstverständlich, dass man da zuguckt. Ja, vielen Dank nochmal und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dahin, ciao.